375 Kommentare zum Thema Frauenquote. Das ist der Anlass für mich, auf jeden Fall nächste Woche ein 15-Minuten-Video zu machen über Frauenquote. Und natürlich nicht bei Nobelpreis, Jesus Christus, sondern da, wo es wirklich wichtig ist. Also falls ihr noch Fragen dazu habt oder falls ihr eure Meinung noch nicht genannt habt, macht das unter diesem Video, am besten bis Mittwoch. Nächste Woche kommt ein langes Video. Heute ganz anderes Thema. Heute Autofahren. Ich war jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr mit der Bahn zu auftreten, sondern mit dem Auto. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass die Bahn irgendwann beschlossen hat, dass man so ein Nachtfahrverbot einführt, ohne dass irgendein Mensch dafür demonstriert hat, anders als bei Flughäfen. Das heißt, ich fahre in die meisten Städte und dann komme ich nachts nicht zurück. Das ist zum einen Kacke, weil mein Sohn muss morgens weggebracht werden und das mache ich. Der zweite Grund ist, in den meisten Städten will ich nicht sein, nicht länger als irgend nötig. So, da sind mir jetzt Sachen aufgefallen. Ich bin scheinbar einer der ganz, ganz wenigen Menschen, die sowas wie eine Fahrschule besucht haben. Und das ist nicht schlimm. Es ist auch okay, dass die meisten Menschen sich aufregen im Auto. Es ist auch okay, dass ich das mache, meiner Meinung nach. Gestern habe ich den Spiegel, diesen Innenspiegel, diesen Rückspiegel abgebrochen. Aus Wut, weil ich so dagegen gehauen habe. Und das geht nicht, ich muss was ändern. Und erst dachte ich, ja, vielleicht ändere ich mein Verhalten. Nämlich gemerkt, kann ich nicht. Also muss ich das Verhalten aller anderen Menschen ändern, die im Auto sitzen. Deswegen ist meine Hoffnung, dass dieses Video aus irgendeinem bezaubernden Grund 6 Millionen Mal geteilt wird. Und jeder Autofahrer in diesem Land und jeder Pole und Niederländer, der hier auch noch durchbrettert, das irgendwann zu Gesicht bekommt. Drei Punkte möchte ich ansprechen. Punkt 1. Wenn auf deinem Spurabschnitt, auf deiner Spur auf der Autobahn ein Unfall ist, solltest du langsamer fahren. Vielleicht sogar anhalten, erste Hilfe leisten. Das, was man macht. Meistens ist das schon jemand, meistens auch schon ein Krankenwagen. Und dann kann man langsam drum vorbeifahren. Das ist richtig, das zu machen. Wenn der Unfall auf der anderen Seite der Autobahn ist, dann solltest du nicht anhalten. Es macht keinen Sinn. Du sollst nicht mit 20 km/h vorbeifahren, weil das ist auch nicht so, dass so funktioniert Arzt sein nicht. Du kannst nicht Blut mit den Augen suchen und wenn du das gefunden hast, dann wird es automatisch zurück in den Patienten gepumpt. So funktioniert das nicht. Fahr einfach weiter. Lies am nächsten Tag die Kreiszeitung und guck dir an, wie viele da gestorben sind. Aber nicht live. Hör auf damit. Punkt 2. Wenn du in dem Stau bist, kann es sein, dass es an einem Unfall liegt oder an einer Baustelle. Es kann aber auch an Folgendem liegen. Irgendwelche Idioten haben immer das Gefühl von, vielleicht fahre ich dem einfach davor so doll auf, dass er dann schneller fährt. Und dann merken die, ah, geht nicht und müssen bremsen. Das sieht der dahinter. Das heißt, er muss auch bremsen. Spätestens 5 Autos dahinter muss der sofort so doll bremsen, weil es diesen Effekt gibt, diesen Verlängerungseffekt, dass der komplett stehen bleibt. Und mit ihm 6000 andere Autos hinter ihm. Nur weil ein Idiot vorne dachte, das gleiche ist mit Spuren. Wenn du in dem Stau bist und du wechselst deine Spur hin und her, weil du das Gefühl hast, ich bin dann schneller, dann bist du 3 Autolängen schneller, das stimmt. Alle anderen warten, du dämliches Stück Scheiße, hör auf damit. Und das Ganze ist nicht mal das, was mich aufregt. Das ist nicht mal das Schlimmste. Ich habe gestern diesen Spiegel abgebrochen aufgrund von Reißverschlussprinzip. Reißverschlussverfahren. Das ist schwer, das ist ein sehr schweres Prinzip. Aber ich habe mir da so eine Art Eselsbrücke gebaut, die man benutzen kann. Denn das Reißverschlussverfahren funktioniert wie ein Reißverschluss. Das heißt, es kommt ein Teil von links, dann einer von rechts, dann einer von links, dann einer von rechts und so weiter und so fort. Ich habe noch nie einen Reißverschluss benutzt und dann kam ein Teil von links und dann einer von rechts und dann 12 von links. Nie. Ich habe auch noch nie einen Reißverschluss benutzt und ihn zugemacht. Und bevor der Verschluss auch nur in der Nähe war, sind schon mal 8 Teile von links nach rechts rübergesprungen. Das ist nicht passiert. Und das sollte nicht passieren. Und das ist nicht richtig. Hör auf damit. Jesus Christus. Wenn du Auto fährst, mach das nicht. Der einzige Mensch, der Auto fahren sollte, bin ich.